Willkommen zurück zu Let's Play WWF SmackDown Just Bring It. Kleine Planänderung, wir zocken heute noch nicht das King of the Ring Turnier, weil ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich werde mir ein paar Sachen angucken, um was zu fixen. Und ich war erst etwas... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Und ich war erst sehr... Ja, ich habe mehrere Sachen probiert. Plugin-Einstellungen am Emulator. Sah mich gezwungen, schon bald eine neue PS2 zu kaufen, weil meine sehr, sehr mitgenommen ist. Vor allen Dingen spiele ich echt nicht gerne mit dem PS2-Controller, sondern hier mit meinem Xbox 360-Pad. Zumindest am Emulator. Gut, ich hatte schon auf eBay nach neuen PS2s geguckt. Etc. pp. Und dann bin ich auf eine Option beim genaueren Hingucken in den Plugin-Einstellungen gestoßen. Ja, die es gesagt hat, dass von Natur aus die PS2 untertaktet wird. Warum? Also die virtuelle PS2. Warum auch immer sowas voreingestellt ist. Ja, dann habe ich sie mal rausgenommen. Ihr könnt euch schon denken, was daraus resultiert. Das Ding lief, es lief vernünftig. Ich habe jetzt auch ein sehr stargespicktes Setup an Superstars jetzt genommen. Ist ja egal, einfach nur um zu gucken. Ja, es läuft. Wartet, wenn wir mal selber... Ja, es läuft halt... Es läuft flüssiger. Ich bin jetzt echt ein bisschen auch down, weil es nicht so gut läuft wie... ohne Aufnahme. Aber ich kann mich wesentlich... Wesentlich besser bewegen, aber es geht doch deutlich unter die... Wartet mal. Es ist auf 42 FPS gelockt. Interessant. Es läuft zumindest besser als vorher. Sorry, dass ich euch jetzt hier für die quasi Experimentierfolge ein bisschen... Ja, missbrauche, aber so könnt ihr auch mal ein bisschen, in Anführungszeichen, hinter die Kulissen gucken. Ich habe mir jetzt nämlich gedacht, wir spielen diese Battle Royale einmal, aber meiner Meinung nach, ich bewege gerade den Stick so mal nach links und rechts. Ja, funktioniert eigentlich wunderbar. Es ist halt nicht festgelockt, wie es sonst der Fall ist. Aber zumindest läuft es besser. Als diese Slow-Mo-Action. Mich würde jetzt auch interessieren, wie es dann ist, wenn... gar kein Superstar... Also, gar kein Superstar. Wenn wir nicht mehr im Spiel sind. Wenn das sich nach und nach reduziert. Ja, ich bin sofort für euch da, wenn wir etwas übersichtlicher, wenn es hier ja ein bisschen in Übersichtlichkeit gesteigert hat. So. Ja. Es ist wieder das typische Problem mit dem Fokus. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich bin froh, wenn wir keine Multi-Man-Matches mehr haben. Aber das ist hier, werden wir noch zu Ende machen. Suplex.
try this move, kids. Will he be able to continue to fight? We can't take our eyes off this match. The Rock is back for his millions of fans. Fuck, ich hab Kane nicht gesehen. Bin mal gespannt. Also keine Angst, in der nächsten Folge gehen wir dann wirklich ins King of the Ring. Aber es ist gut zu wissen, dass es diese Einstellung gibt, die das Ganze etwas spielbarer macht. Ohne Aufnahme kann ich bestätigen, dass es komplett flüssig läuft. Auch auf den PS2 festgelockten 50 FPS. Es hat so kleine Slow-Motion-Parts, aber es ist halt deutlich besser als das, was ich hier vorher hatte. Zum Vergleich könnt ihr ja in die letzte Folge gucken, wie es dort war. Ist ja auch wichtig für zukünftige PS2-Projekte, weil da plane ich ja noch eigentlich einige. Der erste ist raus. Ah, nee, Kane hat's noch nicht. Oh, Kane hat Finisher. Kane hat einen Finisher. So. Ja, kleine Soundbugs gibt's auch noch. Aber die haben wir ja generell zwischendurch mal. Komm, jetzt könnte Kane rausfliegen. Gott sei Dank. So. Folglich sind wir noch bei 6. Und wir haben 2 FPS mehr bekommen, Leute. Dadurch, dass 2 Leute rausgekommen sind. Fuck. So. Ja, 6 sind noch über. In unserem Star. In unserer Star Battle Royale. Schöner Spinebuster. Fuck, scheiße, Suplex. Komm. So, Takedown. Können wir auch mal ein paar Offensivaktionen zeigen. Bulldog. I'm lucky to see such an excellent match. So. Jetzt die Rock Bottom und wir haben's. Nein! Nice. Und aber es hat sich nicht verbessert. Der Speed bleibt bei der FPS-Zahl. Aber immerhin war das Ganze so jetzt spielbar.
Jetzt sind wir wieder bei 50, bei den Festgelockten. Weil der die PS2 konnte, kann hier nicht mehr als 50 FPS. Man kann es zwar schon, aber dann ist das Spiel, dann ist das Gameplay total abgefuckt. Dadurch, dass wir die Untertaktung ausgeschaltet haben, konnten wir jetzt immerhin ein großes Multiman-Match spielen. Das sehe ich als großes Plus an, gerade wenn ich daran denke, dass auch noch neuere SmackDown-Teile kommen. Also es liegt nicht am Spiel, es liegt auch nicht es lag halt an den Einstellungen. So ist das Spiel jetzt fast 100% spielbar. Wir können ja mal eben kurz, jetzt bin ich ja neugierig, wir probieren, das ist heute so eine kleine Probierfolge. Tut mir leid, wenn ihr jetzt das King of the Ring erwartet habt, aber ich hoffe, es ist verziehen. Tag Team, nee, Tag Team. Ist Tag Team unter normal Exhibition? Nein, nein. Six-Man Tag. Ich werde das jetzt nicht spielen, aber wir werden gucken, ob es laggt. Auch hier nehmen wir jetzt wieder die Vorgefertigten. Einfach um zu gucken. So. Nee, da freue ich mich. Ich habe jetzt auch mir mal die Seite von PCSX2 angeguckt. Da gibt es so eine richtig schöne Kompatibilitätsliste. So kann ich habe auch erstmal grob drüber geguckt, welche Spiele von mir funktionieren und welche nicht. Komische Kameraführung, aber es funktioniert. Es funktioniert eigentlich. Also gut, dass wir schlecht sind, das tut sein Übriges dazu. Aber wir können einigermaßen gute Multi-Man-Matches machen mit dieser Einstellung. Das ist vor allem wichtig für den Royal Rumble. Jetzt gucke ich noch, ob ich offscreen mal so ein bisschen an der FPS-Rate irgendwie schummeln kann. Ob ich das auch noch hinkriege. Ja, und dann sollte einem vernünftigen Abschließen des Projekts nichts mehr im Wege stehen. Gut, sorry, dass ich eure Aufmerksamkeit für diese Experimentierfolge missbraucht habe im gewissen Sinne. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So hat dieses Projekt eine Folge mehr bekommen, als es geplant war. Trotzdem danke fürs Zugucken. Ich hoffe, diese 8-Mann-Battle-Royal hat euch Spaß gemacht. Es hat nochmal gezeigt, dass THQ-Jukes auf einem guten Weg war oder es generell mal geschafft haben, mehr als 6 Menschen in einem auf dem Display zu haben. Anscheinend ist es möglich. Tja, warum wir bis heute auf die Rückkehr dieses Features warten oder dieses Gimmicks. Es ist ja nicht mehr als ein Gimmick hier in dem Spiel. Ja, keine Ahnung. Gut zu wissen, dass es funktioniert. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal bei WWF SmackDown Just Bring It oder bei einem anderen Projekt. Macht's gut. Tschüss.